Ein gängiges Vorurteil besagt, dass durchweg alle Frauen auf Jaguar stehen. Dieser Film wird das Gegenteil beweisen. Wir schicken den frisch gelifteten SL500 gegen das nagelneue Jaguar XK Cabrio ins Rennen. Beide sind eher elegant als sportlich. Beide haben einen großvolumigen V8 und beide sind reine Zweisitzer, obwohl Jaguar das nicht gerne hören mag. Bemerkenswert ist vor allem der neue Jaguar. Die Katze kommt auf Samtpfoten daher und das ist keine Übertreibung. Selten haben wir ein so komfortables Fahrwerk erlebt. Mit einem 5,5 Liter V8 müsste der SL500 eigentlich SL550 heißen. Was hat der Jaguar, was der Mercedes nicht hat? Ist irgendwie individueller, sehr elegant. Mercedes, ja, ein bisschen Angeberauto. Können wir vom Jaguar auch sagen, aber es ist noch irgendwie speziell. Warum der Mercedes und nicht der Jaguar? Der strahlt mehr, der kommt mehr so golden rüber. Also das Auto strahlt schon an sich. Wenige Autos kommen an die Eleganz des neuen XK heran. Vielleicht ein Aston Martin oder Ferrari, aber die sind preislich noch eine Liga drüber. Auch mit geschlossenem Verdeck macht der XK eine gute Figur. Dumm nur, dass es laut ist und bei hoher Geschwindigkeit flattert. Der SL sieht vorne, trotz Facelift, neben dem XK irgendwie alt aus. Vielleicht hat ein Stoffverdeck mehr Klasse als eine Stahlmütze, dafür ist sie aber garantiert flatterfrei und winterfest. Man sieht am Auto manchmal den Charakter vom Mann, was er für ein Auto fährt. Mir gefällt der Dunkle besser. Der Dunkle ist schöner, es ist zufällig der Jaguar. Welch ein Zufall. Mercedes hat spürbar nachgebessert. Die Lenkung ist direkter, das Fahrwerk knackiger. Aber trotzdem komfortabel. Der Motor ist kein Ochse mehr, wie beim Vorgänger, sondern ein Stier im Vollbesitz seiner Säfte. Liebe Mercedes-Ingenieure, dies ist ein wunderbares Auto. Der neue SL500 kann alles besser als sein Vorgänger. Selbst wir PS-versaute Autojournalisten kommen voll auf unsere Kosten. Der Sound sorgt für Gänsehaut. Es klingt heiser wie in einem Porsche Cayenne Turbo. Trotz seiner 2 Tonnen fühlt sich dieser SL leichtfüßig an. In Zahlen sind das 5,3 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Der Sound ist bei einem Cabrio ein ganz wichtiger Bestandteil des Fahrerlebnisses. Ebenso wichtig wie Fahrwerk, Lenkung und Motor. Die gute Nachricht zuerst. Fahrwerk und Lenkung sind viel besser als beim Vorgänger. Die schlechte, an den Mercedes reichen sie nicht heran. Gerade die Lenkung könnte direkter sein. In schnellen Kurven waren wir und der XK keine dicken Freunde. Der 4,2 Liter Motor leistet mit 298 PS ganze 90 PS weniger als der des SL. Und das spürt man, auch wenn der XK dank Alu-Chassis 135 Kilo weniger hat. Was man aber auch spürt, ist das tiefe Wohlbefinden am erhabenen Dahincruisen mit diesem Auto. Also der Jaguar, aber wahrscheinlich hauptsächlich, weil er dunkel ist. Im Mercedes. Im Mercedes? Ja. Nee, ich würde das andere nehmen. Da sind wir uns ja. Wie schaut's bei euch aus? Welches Auto?
finde auch den Benz besser. Den Mercedes. Volles Holz in der Hütte. ABC-Sportfahrwerk, gekühlte Massagesitze und ein einigermaßen großer Kofferraum. Nicht alles ist im Grundpreis von 102.544 Euro enthalten. Vieles wie Navi und Einparkhilfe muss man hinzukaufen. Sehr praktisch ist die Niveauregulierung. Da kann man auch mal da parken, wo der Asphalt aufhört, ohne Angst um Ölwanne und Endtöpfe haben zu müssen. Der Jaguar fasst sich gut an. Haptik 1, Innendesign 1+. Vier Personen haben hier allerdings nicht Platz. Die hinteren Notsitze sind ein Witz. Diese zentrale Steuereinheit einschließlich Navi ist Serie. Mit Touchscreen übrigens eines der bedienerfreundlichsten Systeme, die wir kennen. Der Kofferraum ist kleiner als im SL und gerade noch reisetauglich. Der Mercedes? Ja. Nicht der Jaguar? Nee. Weil der ist ganz sicher. Ja, ich finde den rechten auch schöner. Ja. Somit ist bewiesen, dass zwar viele Frauen auf Jaguar stehen, aber längst nicht alle. Kommen wir zum Finale. Der Jaguar ist über 10.000 Euro billiger als der Mercedes und auch noch besser ausgestattet. Der Motorsound macht auch bei schlechtestem Wetter beste Laune. Weniger gut haben uns das Verdeck, die Lenkung und der Kofferraum gefallen. Der Mercedes SL ist das physikalisch bessere Auto. Der 388 PS Motor, Fahrwerk und Lenkung, die 7-Gang-Automatik, alles super. Und die praktischen Vorteile eines Stahlverdecks sind mit Nostalgie aus Stoff kaum zu toppen. Nur der Preis haut einen um, zumal man Navi und CD-Wechsler extra zahlen soll. Kreuzchen in der SL-Aufpreisliste sind teuer. Trotzdem ist er in diesem Vergleich unser Sieger.